schönen guten Abend. Ja, es ist bei mir wirklich schon Abend. Liegt aber daran, wir hatten heute so einen faulen Tag. Also, wir waren den ganzen Tag hier auf der Couch und haben eigentlich auch nicht gevloggt, also Angie und ich. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, wir müssen nach Frankfurt fahren und Angies Tochter abholen, was wir auch gemacht haben. Aber da war auch Verkehr und bla bla bla, also da konnte man meinen besten Film nicht vloggen. Und dann haben wir die auch nur eingeladen und habe ich Angie nach Hause gebracht. Und dann habe ich noch die Freundin von der Tochter nach Hause gebracht, die mit der Tochter unterwegs war. Also alles ein bisschen kompliziert, aber ist auch egal. Also effektiv Asche auf mein Haupt, wir haben eigentlich nicht gevloggt. Das bisschen, was wir gevloggt haben, da habe ich nicht mal Lust, das zu schneiden. Es wäre doof gewesen. Aber nichtsdestotrotz kann ich ein Video machen, und zwar seid ihr mal gefragt. Und zwar, ich habe mehr oder weniger, nicht eine Anfrage, eher so das Angebot bekommen, auf eine Veranstaltung zu gehen. Hinter die Kulissen, da ein bisschen zu vloggen und zu machen und zu tun. Ich möchte es gar nicht groß ausführen, was es ist und so, aber es wäre eine relativ große Veranstaltung und ich könnte hinter die Kulissen gehen. So, und jetzt habe ich dann halt erzählt bekommen, was es genau ist, und jetzt bin ich so ein bisschen zwiespältig, weil zum einen ist das für eine gute Sache, die ich auch voll unterstütze. Zum anderen wäre das was absolut nicht meinem Geschmack entspricht. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich authentisch sein will. Also zum einen, klar, freue ich mich, wenn ich irgendwo, wo ich irgendwo hingehen kann, wo ich eingeladen werde, wo ich gefragt werde, ob ich kommen möchte. Zum anderen ist der Zwiespalt halt, dass ich sage so, das ist jetzt eine Veranstaltung, da stehe ich nicht zu 100% dahinter. Also wie gesagt, der gute Zweck, der ist da und den unterstütze ich, aber die Veranstaltung an sich wäre halt nie was, wo ich privat hingehen würde. Und jetzt geht quasi meine Frage an euch, wie fändet ihr das, wenn ich jetzt quasi was mache, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe, aber es trotzdem mache, um es halt zu zeigen, was da so Sache ist, fändet ihr das eher gut oder würdet ihr sagen so, oh nee, jetzt ist zu viel, nur damit er auf irgendwelche Veranstaltungen kommt? Also wie gesagt, das geht mir nicht darum zu sagen so, ich will unbedingt auf Veranstaltungen. Also darum geht es mir ja gar nicht. Aber ich möchte einfach vielleicht einfach mal so eure Meinung dazu wissen. Die könnt ihr in die Kommentare hauen. Und dann lese ich mir das mal durch und dann weiß ich so ein bisschen vielleicht für mich, in welche Richtung ich gehen kann. Vielleicht sagt ihr so, ja, auf jeden Fall, mach es, erweitere deinen Horizont und lass uns dran teilhaben. Wenn wir ja wissen, dass es nicht so ganz dein Fall ist, dann verstehen wir vielleicht auch, wie du in dem Video dann drauf bist. Das klingt alles so negativ. Es ist gar nicht negativ, das ist eigentlich eine geile Sache. Aber ich bin halt so zwiegespalten, weil privat würde ich halt nicht hingehen. Naja, wie gesagt, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich weiß, es sind ein bisschen wenig Infos dazu, aber ich möchte es gar nicht so groß thematisieren, um was es geht, weil am Ende heißt es, ja, du machst das nur deshalb, du machst das nur deswegen. Das will ich gar nicht. Also deshalb, ich thematisiere gar nicht, was das groß ist. Es ist auf jeden Fall was ziemlich Cooles. Also der Zweck auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt einfach nur, soll ich mich in so weit verbiegen, dass ich einfach sage, ja, gehe ich auf jeden Fall hin, oder sage ich, nee, hat mit mir eigentlich nichts zu tun, lasse ich. Na gut, ich bin auf eure Meinung echt gespannt, weil ich von mir aus habe selber keine, und naja. Mann, Mann, Mann. So, und jetzt gehe ich ins Bett, weil morgen habe ich Frühschicht. Also bis denn, ciao.